Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Angobas, mein Colonies, Minecraft Let's Play. Ja, es ist Mitternacht in einem Neumond. Sehr schön. Ja, die Eclipse. Wunderschön. So, genau. Machen wir den Haupt an. Wir brauchen scheinbar jetzt gerade nichts mehr. Wir müssen einfach warten, deshalb schlafen wir mal kurz. So. Ja, im letzten Part war ich ja ein bisschen krank, oder? Ja, diese, also zu starke Trockenheit hat mir zu schaffen gebracht. Und ja, genau. Heute machen wir weiter an dieser Bauhütte, die sehr schwer ist. Und wir brauchen ein paar benötigte Sachen, aber die werden jetzt gerade nicht angezeigt, aus irgendwelchen Gründen. Jetzt fahren wir mal auf den Bauarbeiter, schauen, ob dieser Händler noch da ist, der fahrende Händler? Nö. Baust du gerade weiter, bitte? Brauchst du nochmals einen neuen Ding? Ja, Upgrade? Verbesserung? Machst du jetzt gerade weiter? Wäre nett. Gut, weil ich habe hier schon mal die Sachen für das Regal. Und man braucht ja noch andere Sachen. Wolle habe ich mal schon gebracht. Jo. Mal gucken. Also komm schon. Bau. Hi. Das müssen wir jetzt noch anklicken. Good day to see you. Aufnehmen, jo. Sammelprio 2 von 2. Okay. Also scheinbar müssen wir jetzt einfach warten. Arbeiter verwalten. Entlass pausieren, okay. Nicht so gut ist Deutsch, aber man kann es verstehen. Also irgendwie macht er jetzt gerade nichts. Wieso habe ich jetzt eigentlich diese Bau, was man braucht, nicht mehr? Die anderen Sachen hier drin? Nö. Ganz komisch. Also wir brauchten noch irgendwelche Eichensachen. Und eben dieses Regal, aber er macht jetzt gerade nichts. Zurückrufen. Bauoption. Aufwerten. Hä? Aber dann bau doch. Hast du irgendwelche Sachen nicht? Du hast fast keine Axt mehr und eine Schaufel brauchst du sicher auch noch. Hier. Nein. Cobblestone, bitte. Noch mehr Cobblestone, dankeschön. So. Also eine Schaufel auf jeden Fall. Nehmen wir zwei und zwei Äxte. So, zu viele Sachen sind ja nicht gut, weil er begrenztes Inventar hat. Und dann habe ich nochmals, dass er da Werkzeuge hat. Ja, setzt mich sofort dran. Also jetzt macht er wenigstens das, aber jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Jetzt muss ich das einfach irgendwie auswendig wissen. Ich glaube, sowas. Jetzt habe ich auch wieder einen besseren Kopf. Die ganze Zeit genervt. Ständig mit der Stimme auf ja, zu passen. Das ist nicht. What can I do for you? So. Nein, nicht das da. Das da. Und was. Naja, die Sachen. So, wunderbar. Hast du noch irgendwas? Brauchst du noch irgendwas? What is it? Steht's jetzt wieder irgendwo hier hin? Ja, jetzt steht's wieder. Birken, Holzknopf. Fichten, Fichten, Holztreppe. Und Schwarz, Eichenholz, das habe ich. Schwarz, Eichenholz. Also das brauche ich. Schwarz, Eichenholz. Holz, gell? Nicht, dass wir Stamm brauchen. Dann haben wir wahrscheinlich genug. Dann brauchen wir noch eben die Knöpfe. Dann brauchen wir. Alles weitere müssen wir nochmals nachschlagen. Also er baut wieder weiter, das ist sehr gut. Also du brauchst das hier. Du brauchst die Knöpfe. Und jetzt müssen wir einfach ein bisschen uns besser erinnern.
Fichtenholzblätter, Fichtenholztreppe und Rahmen. Rahmen waren ja mit Leder, aber Leder habe ich jetzt gerade nicht. Doch, Leder. Sehr gut. Und die Rahmen, ganz viele. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, einen zu viel gemacht. So, jetzt brauche ich die Fichten. Bitte keine Fichten. Übersehe ich die gerade? Oh, jetzt musst du Fichten haben. Ja? Haben wir das nicht gemacht das letzte Mal? Ja. Also sie pflanzt jetzt Fichten. Aber sie ist jetzt gerade hier am struggeln. So. Ja, du hast wenigstens ein bisschen. Also, sie hat einen Fichtenbaum dort, der nicht wächst. Ja, gut. Müssen wir halt kurz nochmals umsetzen. Hä? Du kannst doch wachsen. Bist du blöd? Hast du irgendwelche Probleme? Müssen wir ein bisschen da bleiben? Müssen wir Knochenmehl irgendwie haben? Wir haben halt gar keine Knochen. Also wir können schon mal ein bisschen weitermachen. Wir brauchen Treppen. Ja, das reicht natürlich nicht. So. Du machst wieder nichts, dankeschön. Nehmen wir mal da ein bisschen raus. Das brauchst du und das brauchst du, genau. Jetzt brauchst du, glaube ich, noch mehr Fichtenholztreppen auf jeden Fall. Dann geben wir ihm nochmals die Rahmen. Was sind sie? Hä? Ich habe doch Rahmen hergestellt. Wo habe ich die hingetan? Hier reingetan, okay. Ups. War lauter Gewohnheit, irgendwas reinzutun. So. Also, was machst du jetzt gerade? Zeig mir doch das mal kurz. Einmal wegen dem Fichtenbaum. Sie macht irgendwas, aber irgendwas Falsches. Du machst mal die Holzsachen hier hin, okay, das ist gut. Du hast noch einen Tisch, scheinbar. Ein super Tisch. Sehr gut. Hier haben wir auch noch, wow, das passt ihm gut, ja. Geil. Ja, mit ein bisschen Zeit und so kann man richtig schöne Gebäude bauen. Das ist cool. Ja, da lachst du, hä? Ah, du hast jetzt hier auch nochmal einen entrinteten Eichenstamm hingetan. Das wird jetzt einfach ausgetauscht, das ist noch von Stufe 1, genau. Und sonst ist der bald fertig, wahrscheinlich noch nicht. Das Dach muss wahrscheinlich noch anders werden, auf jeden Fall. Und eventuell hier noch die Eichenzäune zu Birkenzäunen machen. Ja, jetzt ist er wütend, weil er es nicht hat. Ja, die Birkenzäune sind jetzt hier. Ah, weil er die Sachen aus dem Ding rausnehmen muss, aus dem Inventar raus, also aus dem Lager rausnehmen. Gut. Wieso brauchst du das Glas hier? Yeah, jetzt tauscht er das aus. Sehr schön. Jetzt hat er auch diese Fichtenholztüren hingetan. Volle Türe. Da drüben auch hier die Sachen. Ach, die Zäune nerven so. Hier auch austauschen. Wunderschön. Ah, interessant. Ja, hier geht's zu. Kein Fenster mehr. Wow. Ich glaube, das ist wirklich eines der schönsten Settings, Bauformen. Also mir gefällt's sehr. Also ich mag einfach asiatische Bauweise, altjapanische Bauweise. Weiß nicht, ob das vom Mittelalter ist oder früher oder später.
Das sieht richtig cool aus. Also Japan, da mit den Samurai und Ninjas, war eigentlich im Mittelalter, ein bisschen später auch noch. Also das meiste, was ihr wahrscheinlich kennt, ist so 15. und 16. Jahrhundert. Aber ja. Gut, also was brauchst du jetzt noch? Du brauchst eben diese, nicht das Lager, sondern einfach Fichtenholztreppen noch. Das sollte hoffentlich gehen, sonst machen wir einfach die Bäume selber. Irgendwo, wo wir Platz haben. Aber sie struggelt, sie weiß irgendwie nicht, dass sie... Okay, wir müssen vielleicht die Birken nochmals anmachen, aber dafür den Baum nicht mehr. Sie ist jetzt einfach am struggeln. Okay, hier ist noch Dschungel. Okay, dann geh du kurz schlafen, ich schlafe auch. Damit du hier noch etwas machst. Vielleicht muss ich den großen Baum mal kaputt machen. Ah, jetzt ist... Nein, Birkenbaum ist da. Birkenbaum brauche ich nicht. So. Okay, wir haben genug Setzlinge. Ich dachte schon. Das wäre noch ein Problem. So, und dann machen wir den Baum halt auch noch. Ah, hier haben wir keine Setzlinge. Doch, genügend Setzlinge. Gut. Also, ich möchte, dass du keine Fichten. Auf jeden Fall muss der endlich wachsen. Was hat der denn für ein Problem? Das ist doch mehr... Die sind doch nicht so breit. Also, dann schaue ich mal nach dem. Das hat sie im Inventar. Ja, dir geht's nicht so gut. Ich weiß, weil du auch sehr anspruchsvoller bist. Dein Haus hast. Und das ist einfach so, dass man... Je mehr wir einem gönnen, desto mehr Ansprüche hat er. Gut. Jetzt müssen wir einfach Geduld haben, hier mal kurz bleiben. Ja, jetzt ist einer. Komm, geh dorthin. Komm, jetzt ist einer gewachsen. Du musst nicht hier strugglen. Das ist nicht so gut für deine Stimmung. Komm schon, liebe Dame. Mach vorwärts. Ja, jetzt macht sie, glaube ich. Sie wird irgendwas holen nochmals. Eine Axt. So, jetzt bau das ab. Ich brauche ganz viele. Und die Holz... Eisenachse ist leider voll kaputt. Geiler Baum. Komm, mach vorwärts. Ich bin 1000-mal schneller als du. Jetzt. Sehr gut. Aber eben wegen den Setzlingen. Das wirkt. Der eine Mod da mit dem Holzfällen ist völlig verbuggt. Sie sollten einen anderen reintun, aber sie sollten eine neue Version und deshalb gibt es viele Mods einfach nicht mehr. Die werden nicht mehr geupgradet und das ist halt schon ziemlich schlecht für uns modernen Mod-Liebehaber mit modernen Versionen. Ich hoffe, die 1.21 wird dann ein bisschen besser wieder von Modern zugebaut. Also das Modder oder Lernende da wieder mehr Mods machen. Wäre nett. Okay, dann machen wir am besten den auch weg. Das ist ein bisschen doof, wenn man hier so wenig Platz haben kann. Und ja, wir müssen zu langsam die Kirschbäume dann auch fertig, also wegmachen. Also die zwei äußeren, nein. Den links mache ich mal weg. Ich mache jetzt mal diesen Baum. Das ist ein bisschen doof hier. So, gut. Jetzt brauchen wir nochmals ein Rafting Table. So. Da. Gut, also eine Eisenaxt. Und zwar den hier weg.
Okay, den auch weg, aber den nochmals anpflanzen, dankeschön. Sehr nett. Dass du hier zusammengewachsen bist. Da haben wir wieder einen. Die zwei Eichenbäume muss ich ja nicht haben. Weg. Dann hier diesen. Und den Busch hier auch. Können wir jetzt hier nicht mehr haben, auch wenn es ein Buschland ist, aber wir können nicht so viele Büsche haben. Der kann hoffentlich auch wachsen, der Garten. Nehmen wir mal die weg. Ja. Das reicht. Und diesen Busch auch. Sehr schön. Gut, haben wir noch irgendwo? Ja. Oh, jetzt habe ich volles Inventar. Also, nehmen wir mal hier alle Setzlinge an, bitte. Das ist mir ein bisschen zu viel. So, wunderbar. Okay, noch ein paar Sachen sind gedroppt. Sehr gut. Also dann müssen wir die zwei Bäume eigentlich auch noch wegmachen hier. Sonst wachsen die nahe nicht. Gut. Wenn das auch gehen würde. Was ist jetzt schon wieder verpackt? Aber es dense ist okay. Ja, also genug Holzbretter haben wir dann. So, dankeschön. Sehr nett. Lieber Baum, dass du dich selber auflöst. Okay, was ist denn hier drinnen? Ja, ich glaube nicht so viel. Lassen wir mal das hier in Ruhe. Werde ich wahrscheinlich dann auch wieder erkunden, wenn ich alleine spiele. Nicht so mit einer Anhängerschaft, die so cool ist, dass ich das nicht zeigen möchte. Ja, manche Leute sind auch ein bisschen anspruchsvoller als ich, das ist klar. Aber dafür ist sie trotzdem eine gute Community. Ohne große Probleme hoffentlich. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr viele Probleme habt oder wenig Probleme habt. Ich denke, wenig. Ich hoffe es jedenfalls. So. Also, hast du ein bisschen gesammelt? Dafür bekommst du auch zwei Äpfel über. Die sammelst, also die brauchen sie nicht, weil sie mit dem nichts anfangen können. Ein Barrel-Kaktus. Okay, den muss ich anpflanzen. So. Okay. Wie viel hast du hier denn? 13 schon mal. Sehr gut. Habe ich hier gesehen? Dens? Das kann nur Fichtenstamm. Jo. Also weiterhin. 32. Gleich mal abgeben. Ja, ich hätte das Inventar mit dem leeren können. So, damit kannst du ja wieder etwas anfangen. Und wir müssen hier mal ein paar Sachen reinlegen. Boah, wie viele Sachen hier sind. Na, ein Eichenholzbrett möchte ich behalten. Genau so. Werte. Stufen braucht er, glaube ich, nochmals. Irgendwann mal. Ja, komm, lassen wir die auch hier drin. Eisenklumpen, Building Tool. So, okay. Dann warten wir kurz, bis die Holzfällerin weiter ist und wir schauen uns hier nochmals schön, ja, wie sie baut, wie er baut. Ach, schön. Es wäre cool, wenn es ein bisschen randomer ist, aber könnt ihr vorstellen, wie schwer das ist? Das muss ja heftigst schwer sein zum Programmieren, wenn man einfach so wie ein Mensch es baut, es jo, erschafft von der KI. So, einmal ringsum, jetzt kommt ja das zweite Stockwerk von der vom Dach.
schön dran. Das braucht er irgendwie, hat er wieder zu wenig. Zu wenig. Ja, 54 noch. Okay. Hast du per Zufall? Oh, du hast Spirit Crystal. Okay. Wilted Lily. Einen Rüstungsschaukasten. Wie viele Sachen gibt's noch? Also ich glaube, ein paar sind sicher sehr neu. Also das Modpack hatte erst wieder ein Update bekommen. Richtig geil. So, wir brauchen viel mehr Holz, liebe Dame. Ren! Hallo. Mach mal vorwärts. Was hast du eigentlich hier? Nichts mehr gesammelt, nur deine Eier. Eine Frau mit Eier. Bisschen mehr, bitte. Bisschen vorwärts machen. Gut. Die wachsen wahrscheinlich auch hier. Was ist Arid Garden? Ist das irgendwie einfach... Arid könnte so, ja, Kakteen sein. Was heißt denn Arid? Acker? Nein, Acre heißt... Ich finde diese Fruchtbäume sowas von gut aussehend hier. Ach, geil. Also, ich muss auch mal erinnern, ich muss ein bisschen mehr Platz haben. Also, wir müssen noch viel mehr Gebäude machen. Deshalb müssen wir einfach weniger Straßen machen. Wir machen so kleine Inselchen und Straßen umgeben, aber nicht überall eine Straße. Das funktioniert dann im Endgame einfach nicht, sonst müssen wir da einfach nochmals Gebäude ansplatzieren. Jo. Leider so. Windigarten, okay. Genau, Windigarten sind Garten, die ja, ich schon öfters gesehen habe, sind häufiger. Okay, die Bäume wachsen noch nicht so schnell. Was ist das eigentlich hier? Reed, okay. Jo. Heute gibt es vielleicht einen Livestream noch. Auf jeden Fall hat das Spiel es einfach nötig. Cassava. Okay, kommt mir irgendwie bekannt vor. Hey, da hinten. Du bist doch noch im Einzugsgebiet. Du musst nicht immer die Setzlinge anschauen. Hallo, dort hinten. Ja, mach mal vorwärts. Faules Stück. Also, wir machen zuerst die Mine. Oder Steinbruch oder so. Danach machen wir die Häuser und dann können wir direkt auch nochmals hier upgraden. Das wird wahrscheinlich im nächsten Part passieren, weil wir dazwischen... den Livestream haben mit den Häusern vor allem, mit der Mine. Und wir schauen im Livestream noch vielleicht, wenn es noch reicht von der Dauer, noch ein bisschen, wie der Steinbruch oder der Miner dann einfach ein bisschen, ja, Stein produziert und so weiter. Und ziehe auch ein bisschen zu. Okay, wir haben einen Dance, das ist sehr gut. Also jetzt können wir eigentlich die Setzlinge wieder austauschen langsam. Also wir brauchen später nochmal viel. Ich möchte einfach Birken mal haben. Also einfach die, die wir momentan ein bisschen öfters brauchen. Die platziere ich. Und zwar bei denen, die einfach nicht wachsen, weil ja, zu wenig Platz. So. Und die drei, ja, die brauchen unbedingt Fichten. Also jetzt momentan kommt Fichte dran, dann kommt wahrscheinlich irgendwann mal Kirschholz dran. Oder auch Mahagoni. So, ich habe jetzt zwei. Ich brauche noch mehr von ihr. Good to see you. Gut, dich zu sehen, Draco. Ich bin die Schlampe von nebenan. Also, das reicht. Das reicht, wenn wir Dance haben. Wir tun die anderen schon mal ins Lager, damit wir nicht auch die noch vergeuden. So. Jetzt. Jo, bisschen wenig. Ja, viel zu viel.
So schnell kann es gehen. Aber wir brauchen die sicher noch für die Mine dann irgendwann mal. So, während denn wir hier bauen, ich tue noch ein paar Sachen in die Kiste. So, die zwei Sachen müssen wir dann noch anpflanzen. Ich habe noch ein paar andere Sachen angepflanzt. Oh, jetzt haben wir ein zweites Regal hier. Also eines haben wir schon am Anfang. Das war wahrscheinlich drinnen, glaube ich. War das nicht irgendwo hier? Und oh, das sieht so schön aus. Wie man so einfach japanische Sachen machen kann. Sitz, also wo man kniet. So Tische. Oh Gott. Sieht einfach cool aus. Ich glaube, er baut schon wieder. Okay, so sieht es aber auch cool aus. Ah, wieder Birkenzäune. Jetzt hat er ja die Reste. Tut er die auch in die Kiste wieder zurück? Sind die Sachen in der Kiste? Ich tue jetzt einfach mal wieder das Wichtigste raus, was er nicht braucht. Ich weiß nicht, ob der aber die Truhe braucht. Für was sind eigentlich diese zwei Sachen hier? Also er hat jetzt einfach mal genügend. So. Die braucht er wahrscheinlich momentan nicht. Und Eichenstamm wahrscheinlich auch noch nicht. Das hat irgendwie schnell gebaut, kurz. Okay, jetzt sind noch die Zäune oben. Ah nein, die Treppen. Nicht? Bist du fertig? Fine afternoon, isn't it? Aber schön, dass jetzt die Sachen nach draußen sind. Der Mod macht so viel Spaß. Fackeln. Die Fackeln rausgenommen werden. Mal ein bisschen mehr geben. Fackeln habe ich leider wieder rausgenommen, sorry. Boah, ich habe noch viele Sachen hier. You are so wise, my friend. Ja, und hier eben auch. Okay. Also, was wollte ich noch schauen? Ja. Birkenholzknopf hat er genügend. Fichtenholz, der Rahmen, er hat alles genügend. Baust jetzt hier drinnen etwas? Das ist der Zahn hier nach oben. Ist das einfach ein Regal? Oder? Ist das das Bett hier oben? Du hast nämlich kein Bett sonst. Ah, das ist ja so ein Arbeitsgebäude. Das haben sie nicht so gern, wenn sie bei der Arbeit schlafen. Also hier draußen sieht man jetzt gerade nichts. Yay, steige auf. So, jetzt haben wir Stufe 2 Gebäude. Upgrade. Gut. Also dann, mal schauen. Okay, wir müssen unbedingt schauen, dass wir... Okay, eine Bauarbeiterbrille. Müssen wir craften, ja, da brauchen wir Glas. Ne? Auf jeden Fall Glas. So, also. Bauarbeit. Brille. Eine Ingenieursbrille? Also. Eine Ingenieursbrille schieben. Ich sehe keine. Also wahrscheinlich eine Ingenieursbrille. Glasscheibe, Goldklumpen. Gold habe ich nicht. Okay, dann ist der Part schon, ja, gut. Doch, Goldklumpen habe ich. Gut. Ich brauche... Was noch? Eisenbahn. Genau, das Bedingturm würde ich noch holen. So. Und... Jetzt muss ich das nur wissen, wie genau. Ah, Leder brauchen wir noch. Okay, ja, genügend. So. Das Eisen oben. Das in der Mitte. Goldklumpen. Und, ah, Glasscheiben, so ist das.
Ui, wenn ich etwas denke und dann wieder verwerfe, weiß ich es gerade nicht. Genau, also Glasscheiben, Goldklumpen, Leder war unten, Eisenbau, so, okay. Ich hoffe, das ist jetzt das Richtige, weil ich eine andere Brille nicht sehe, als vielleicht in einem anderen Mod. So. Gut. Ja, ich sortiere. Immer schön die Sachen einfach raus aus dem Inventar tun. Also ich hoffe, damit kannst du anfangen etwas. Ja klar, kannst du sein. So. Also du hast keine Axt mehr, wie hier drin sind ja. Du hast keine Axt mehr. Doch. Easy. Also ich möchte, dass du jetzt dieses Haus hier baust und währenddessen gehen wir noch kurz zurück in unser. Also ich werde eventuell dort einen Hof bauen und nicht dieses komische Sachen, aber ich möchte gerne ja beim Vulkan schon etwas bauen, aber ich weiß noch nicht welches. Okay, warum muss man jetzt hier Bauoptionen Gebäude errichten? Gut. Das war auch ein bisschen schwierig, aber das werden wir dann schaffen im Livestream. Gut, so irgendwie Nachmittag. Vielleicht schon früher, 11 Uhr oder so. Gut, also das haben wir geschafft. Jetzt möchte ich die zwei Sachen hier anpflanzen. So. Und währenddessen zeige ich euch noch ein bisschen hier hinten, habe ich ein paar Sachen angepflanzt. Und hier unten kommt das weitere hin. So, schön. Guarana. Okay. Guarana ist auch hier. Und der Barrel-Kaktus ist auch hier. Okay, nice. So. Blackberry können wir mal mitnehmen. Blueberry. Lotus können wir mitnehmen. Sunoku. Ich weiß nicht, Sunoku. Einfach Sachen, womit man diese Smoothies wieder finden kann. Und hier, das erste Mal im Part, Maispflanzen. Hier bin ich größer wachsen. Ananas, können wir Ananas-Smoothie machen wahrscheinlich. So. Und Shincha, okay. Sehr gut. Also dieses, sag schon den Namen, Ingwer. Okay, da haben wir leider nicht so viel in dieser Kiste. Eins. Okay, hier. Da ist aber gar keins. Ja, war ein toller Part. Wir sind immer auch ein bisschen vorwärts gekommen. Die Holzfällerin ist halt noch ein bisschen zu langsam. Gut. Dann müssen wir noch ein bisschen Not haben. So. Gut, wunderbar. Schön. Also dann das nächste Mal geht's weiter. Noch kurz schlafen. Vielen Dank fürs Zusehen und für die Interesse. Ich hoffe, ich mache es euch angenehm, interessant und ja. Gell? Livestreams kommen jetzt eigentlich wieder mehr. Sollte eigentlich gut gehen. Bambus könnte ich noch ein bisschen abbauen. Jo, ich werde mich wieder hin teleportieren. Und dann können wir gleich weitermachen im Livestream. So. Wo haben wir Platz? Ich tue es einfach mal hier rein. So. Also nochmal hin teleportieren. Und ja, wir kommen vorwärts auch. Jo. Wenn wir nicht so gut alle Items haben und so. Ich müsste mal wieder auf Erkundung gehen, das könnte ich eigentlich noch gehen. Ich gehe einfach mal weiterhin hier irgendwo ringsum, hier unten, um ein Lager nochmals für ein zweites Dorf zu sehen, finden.
Ich werde aber ein zweites Dorf natürlich nicht so schnell machen, außer wir haben Zeit in Livestreams und so. Aber jo, im Let's Play wollen wir unterschiedliche Sachen machen und ich möchte unbedingt auch technisch ein bisschen mehr lernen. Also können wir alles ja, in den Parts dann machen, was interessanter ist und sich nicht wieder wiederholt. Gut, Dankeschön fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.